Servus die Mau und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr sicher schon bemerkt habt an den Bildern, wir haben Schnee. Juche, das nutze ich natürlich aus, denn ich war schon wieder keine 3 Wochen nicht draußen. Keine Möglichkeit gehabt. Und seit gestern schneit es ununterbrochen. Zwar nur dezent, wir haben es in etwa 10 cm Schnee. Habe auch nur 1-2 Stunden Zeit. Aber da gehe ich rauf in mein Ex-Lager. Riecht man es ein bisschen gemütlich her. Und ja, ein bisschen eine schöne Zeit. Und dann muss ich schon wieder zu Hause die heimlichen Pflichten rufen. Ja, in den letzten Video will ich noch erwähnen, haben etliche den Kommentar abgegeben, ich soll bei meinem normalen Dialekt bleiben und das werde ich jetzt da machen. Für vielleicht unbekannte Worte werde ich das vielleicht ins Hochdeutsche übersetzen, aber ja, ich denke, man versteht mich und ja, jetzt gehen wir es an, machen wir es gemütlich, gehen wir. Ja, mal wieder beim Wartel. Perfekt. Ja, und ich richte mir das Ganze jetzt ein bisschen her. Sparen wir gleich ein bisschen Staub drüber. Als Schneeschutz. Und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da haben wir da ein bisschen mein Staub drüber. Ist doch gespannt. Ja klar, das wird sich jetzt fühlen, aber das ist mir wurscht, so lange bin ich nicht da. Ein bisschen geschützt bin ich. Und jetzt mache ich mir es gemütlich. Ja, in der Zwischenzeit habe ich da jetzt noch einmal umgebaut, habe das Tab jetzt da längst noch, der Schneefall dreht hier ununterbrochen. Habe auch nur das kleine Tab dabei, aber ja, ich trinke jetzt ein schnelles Käfchen. Das hat mir jetzt einiges an Zeit gekostet irgendwann, aber ja, was so ist. Ja, jetzt geht es ja auch nicht mehr aus, dass ich da jetzt Holz suche. Die Zeit habe ich jetzt nicht mehr, aber ein Käfchen muss sein. Und ja, nicht mit den herkömmlichen Mitteln. Ich habe mir zwar einen neuen Holzvergaser gekauft, den hätte ich gern getestet gehabt, aber ja, vielleicht ein anderes Mal. Jetzt leider keine Zeit mehr dazu. Haben wir da den Lixada Holzvergaser, haben wir da organisiert. Diesmal die Edelstahlausführung, also kein Titan. Und habe auch die Flammschutzmatten vom Alex dabei, die habe ich mir ein bisschen geändelt. Das sind quasi richtige Löschdecken, so Fiberglas-Sache. Da habe ich mir 2 ein bisschen geändelt, dass sie nicht ausfransen. Habe ich jetzt eigentlich auch immer dabei. Ja, ich hätte ihn gern, wie gesagt, getestet. Weil der macht mir wirklich einen sehr guten Eindruck. Ich habe auch die kleine Version, 18 Euro oder was, und 140 Gramm, also gar nicht der Rede wert das Gewicht, aber ich werde jetzt trotzdem mein Dox verwenden, aber da werden wir trotzdem das Ganze mit dem da machen. Ja, ich wäre nicht ich, wenn man da daheim nicht schon ein bisschen was überlegt hätte, wie da so manches funktioniert. Und da sind ja die Topferflaggen dabei. Die kann man, wenn man es richtig macht, da gemütlich drauf. Dann kann man ganz einfach hergehen und stellt den Dox drunter und hat da oben eine schöne Flamme. Und da eigentlich da 5 cm bis zur Flamme sind, kann man das ein bisschen ändern. Mir so eingefallen, könnte man eigentlich da durchstecken und einmal eins da quer und hat dann das Ganze
ein bisschen tiefer gesetzt und dann sind es eigentlich nicht mehr 3,5 cm. Und das war für den Dachs eigentlich optimal. Kommt natürlich immer darauf an, für kleinere Schüsseln ist das optimal, aber für die großen, ich habe den Solopod dabei, der passt oben drauf. Und dadurch ein bisschen Zeit habe ich noch, wenn wir das Ganze jetzt einmal anziehen. Ja, der Dachs läuft. Machen wir jetzt 250 ml Wasser und ich habe wieder mein Stainless, die haben also mein French Press dabei und da mache ich mal wieder ein gemütliches Käfchen. Ja, ich kann das Dachl eigentlich spannen wie ich will, das schneidet man von alle Seiten rein. Das ist so fein, das ist wie Nieselregen. Einmal von da, einmal von dort, einmal von hinten, einmal von vorn. Hätte ein größeres Tab gebraucht, aber ja. Jinkwenudel, 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 wie wir immer so schön sagen. Reicht so auch. Ja, an dieser Stelle, das wird wahrscheinlich auch von mir das letzte Video vor Weihnachten werden. Da wird, also Weihnachten, naja, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Und in dem Sinn wünsche ich meinen ganzen Abonnenten ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar schöne Feiertage. Und einen wunderschönen guten Rutsch ins Jahr 2019. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die mich so lange und so treu meinen Kanal verfolgen. Das ist wirklich gigantisch. Und wie gesagt, danke, danke, danke an alle. Ich hoffe, ihr begleitet mich auch nächstes Jahr weiter. Ich habe noch nichts wirklich geplant. Ich mache das quasi so aus dem Stegreif, so ad hoc. Was mir einfällt, das mache ich. Was mir nicht einfällt, mache ich natürlich nicht. Aha, nein, noch nicht. Aber ja, so bin ich halt, so kennt ihr mich und da wird sich nichts ändern. So, fertig ist er. Und schaut gut aus. Ja, was bleibt mir eigentlich nur über, so wie immer, an alle meine Krankensesseln die besten Wünsche zum Gesundwerden, zumindest zu Weihnachten, dass wieder alles top ist, nächstes Jahr. Und natürlich auch an den Rest meiner ganzen Kumpanen. Prost, Freunde. Ja, was gibt's Neues bei mir? Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, ich war jetzt 3 Wochen nicht unterwegs. 2 Wochenenden habe ich überhaupt keine Chance gehabt zum Rausgehen, wettermäßig und auch familienmäßig noch was zu tun gehabt. Dann habe ich mir vor 1,5 Wochen eine Eisentür auf die Hand gehauen, sicherheitshalber. Das war jetzt auch super, habe ich mich gefreut. Habe ich so eine Kegelkugel gehabt, aber ist jetzt auch wieder fast top. Naja, es schmerzt noch, aber Indianer kennt ja bekanntlich keinen Schmerz noch. Zum Glück bin ich kein Indianer. Wie? Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, den Dachs hätte ich gerne, also Dachs, den Lixada hätte ich gerne noch probiert. Vielleicht kommt da noch was vor Weihnachten, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Dann habt ihr vielleicht bemerkt, ich habe mir einen neuen Rucksack gegönnt. Diesmal einen Wiesport Zipperfox 40. Das ist so ein Frontloader, kann man komplett aufklappen. Gibt es etliche Videos, könnt ihr euch überall anschauen, muss jetzt nicht unbedingt alles genauso zeigen. Und ja, eine neue Videoleuchte habe ich mir gegönnt für Übernachtungen. Das ist auch bis jetzt komplett ins Wasser gefallen. Ich habe das US-Pack daheim. Das System mit Sommerschlafsack, Winterschlafsack und Biwaksack. Das habe ich mir vom Bastian damals noch geholt. Liegt auch schon seit 3,5 Wochen daheim. Ich komme einfach nicht dazu. Was so ist, aber der Winter ist ja noch nicht um. Und da wird sich sicher noch was ergeben. Hoffentlich. Ja, aber es hilft alles nichts. Mit meinem Umbauen, das hat mir heute ganz schön Zeit gekostet.
Naja, ist halt so. Ja, ich trinke jetzt einmal mein Kaffeetscherl in Ruhe aus. Ich werde es dann ein bisschen genießen und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis später. Ja, der erste Ausritt von meinem Rucksack. Okay, war schon los. Naja, relativ viel kein Rucksack werden. So. Hui. Ja, ich glaube, ich bin soweit. Das schneit eh alles zu und jetzt geht's wieder durch den Schneewald nach Hause. Na, gehen wir. Ja, Freunde, jetzt bin ich wieder herunten angekommen. Es schneit immer noch leicht. Geil. Ein richtiger Winterwald quasi. Super. Ja, Freunde. Wie gesagt, ich sag mal wieder Danke fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schöne Weihnachten, schöne Feiertag, guten Rutschen. Servus die Mahl und pfiat euch die Bäume.